Dynamo TV wird präsentiert von Verticalis und Hamburger Personenauffangnetze. Momente aus 30 Jahren. In Folge 7 reisen wir zurück ins alte Leipziger Zentralstadion. Dynamo tritt am ersten Spieltag der Saison 93-94 beim VfB Leipzig an. In der Startformation der Dresdner steht an diesem Tag erstmals Neuzugang Olaf Marschall, der gleichzeitig sein Bundesliga-Debüt feiert. Im Sommer 1993 war er zusammen mit Cheftrainer Sigi Held von Admira Wacker aus Österreich nach Elbflorenz gewechselt. Gleich sein erstes Pflichtspiel im Dynamo-Trikot führt den damals 27-Jährigen in die alte Heimat. 7 Jahre lang hatte Marschall in der DDR für Lokomotive Leipzig gespielt. Ja, meine Eltern waren da und die standen im Leipziger Block zufälligerweise. Und die hat man, wenn du da ringsrum immer hörst, Olaf Marschall, Arschloch oder irgend sowas, da fühlt sich natürlich richtig gut. Ja. Vor allen Dingen, weil damals immer diskutiert wurde, dass ich nach Leipzig zurückgehe, wo ich noch nicht mal ein einziges Gespräch geführt hatte. Was, Mann? Also von daher war das für mich auch kein Thema, aber irgendeiner hat das lanciert gehabt dann damals. All das scheint für Marschall beim Aufeinandertreffen mit seinem Ex-Verein eine zusätzliche Motivation zu sein. Denn für den Stürmer sollte es ein außergewöhnlicher Nachmittag werden. Zunächst jedoch sind die Gastgeber am Zug. In der 10. Minute tricht Marschalls ehemaliger Mitspieler Matthias Lindner einen Freistoß unhaltbar ins Dresdner Tor. 1:0 für Leipzig. Daraufhin kommt es zu erheblichen Auseinandersetzungen im Zuschauerbereich. Die Polizei muss eingreifen. Und viele der in die Jahre gekommenen Sitzbänke landen auf dem Sondermüll. Mit 31.400 Zuschauern ist das Zentralstadion beim ersten Sachsen-Derby der Bundesliga-Geschichte für die damalige Zeit verhältnismäßig gut besucht. Einst war das größte Stadion der DDR für über 100.000 Menschen ausgelegt gewesen. Ja, irgendwie eine riesige Schüssel. Und eigentlich, wenn es, wir haben ja öfters da mit Leipzig da öfters gespielt, also wenn es nicht voll war, war es irgendwo grausam, da drin zu spielen. Das war nur, weil da keine Stimmung aufkam. Immerhin bei den Schwarz-Gelben wird sie schlagartig besser, als Olaf Marschall in der 15. Minute für den Ausgleich sorgt. Dann überrascht Dirk Anders zweimal Stanislav Tschetschesow. Nach 25 Minuten steht es 3:1. Doch die komfortable Führung für den Aufsteiger hält nicht lange, denn wieder ist es Marschall, der die richtige Antwort parat hat. In Durchgang 2 stürmt dann nur noch ein Team, das in Schwarz-Gelb, und wird dafür in der 69. Minute belohnt. Marschall zum dritten, sorgt für den verdienten Ausgleich. Damit sichert der gebürtige Torgauer der SGD einen wichtigen Punkt zum Auftakt in eine Saison, vor der Dynamo bereits als erster Absteiger gehandelt wird. Durch den Abzug von 4 Punkten wegen Erschleichung der Lizenz steht der Verein von Anfang an mit dem Rücken zur Wand. Doch dem Trainergespann Sigi Held und Ralf Minge gelingt es, ein konkurrenzfähiges Team zu formen, das eine herausragende Saison spielt und zudem bis ins Halbfinale des DFB-Pokals vordringt. Mir hat natürlich geholfen, dass ich den Trainer kannte von Wien. Der ist natürlich gleich am Anfang dass ich drei Tore geschossen habe. Sicherlich haben wir in den ersten Spielen nicht so gut ausgesehen. Da waren einige Spiele dabei, wo es recht wild war. Aber hinten raus wurde es besser und wir waren dann eine richtig, richtig gute Truppe, sag ich mal so. Wenn man gesehen hat, wer wohin dann von der Truppe gegangen ist, wenn du die zusammengehalten hättest können, dann wäre das eine richtig geile Truppe, glaube ich, gewesen. Und wir hatten natürlich auch viel Spaß in dem Jahr. Klar, wenn es läuft, dann hast du natürlich Spaß. Ne? Dass Dynamo am Ende sogar vorzeitig den Klassenerhalt schafft, ahnt an diesem 7. August in Leipzig selbstverständlich noch keiner. 11 Tore sind es am Ende, die Olaf Marschall dazu beisteuert und damit Dynamos bester Torschütze in der Saison 93-94 wird. Danach wird er aus finanziellen Gründen an den 1. FC Kaiserslautern verkauft. Sein Engagement bei der SGD, es endet nach nur einem Jahr. Ich habe erfahren, dass ich weggehe aus der Zeitung. Und ich habe weder irgendwas unterschrieben gehabt, noch habe ich mit Kaiserslautern gesprochen gehabt. Das hat mir bloß ein Berater mal angedeutet, dass ich wechseln könnte, wenn ich das wollte, im Urlaub. Ja, und dann komme ich zurück und da stand es schon in der Zeitung. Mit dem FCK wird Olaf Marschall 1996 DFB-Pokalsieger und 1998 Deutscher Meister und blickt heute auf eine erfolgreiche Bundesliga-Karriere zurück. Eine Zeit, die mit dem Dreierpack gegen Leipzig eingeläutet wurde. Das Kunststück, beim Bundesliga-Debüt 3 Tore zu erzielen,
gelang neben Marshall bisher nur 6 weiteren Spielern.